Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, zweiter Teil. Mars-Pluto-Konjunktion, aber auch mit Venus in Konjunktion, weil die gerade hier zeigen uns die Venus in unmittelbarer Nähe mit 27 Grad 31. Die Konjunktion Mars-Pluto findet auf 27 Grad 50 Minuten statt und ist somit ein, naja, Stellium. Schauen wir uns zunächst einmal an, was Mars-Pluto bedeutet. Übrigens, das zweite Horoskop wird dann Venus-Pluto sein, welches dann wenige Stunden später die Auslösung hat. Und das schauen wir uns natürlich ebenfalls an. Zunächst einmal fällt uns hier bei diesem Horoskop auf, alle Faktoren befinden sich oberhalb des Aszendenten, oberhalb der Aszendentenlinie, oberhalb der Hauptachse. Das bedeutet, es kommt jetzt sehr, sehr viel ans Tageslicht. Drei Planeten, die große Konjunktion, befinden sich im neunten Haus, auf Fischegraden, aber im Steinbock. Zwei Planeten im zehnten Haus, vier Planeten eingeschlossen in den Fischen im elften Haus und ein Planet und der nördliche Mondknoten ebenfalls eingeschlossen im 12. Haus. Also das heißt, über die eingeschlossenen Planeten sehen wir, dass wir an viele Energien schwer bis gar nicht herankommen. Wir erkennen auch in diesem Horoskop, dass es sehr, sehr große Probleme für die Bevölkerung gibt in den nächsten 2 Jahren. Es tut mir leid, ja, es tut mir leid, ich würde gerne etwas anderes hier herauslesen. Ich versuche die Dinge auch immer positiv darzustellen, aber wenn ich sehe, dass Sonne als Herrscher des vierten Hauses, fünftes Haus auch, ja, aber mich interessiert das vierte Haus, Sonne als Herrscher des vierten Hauses, eingeschlossen in den Fischen, in Konjunktion mit Jupiter, in Konjunktion, in weiter Konjunktion, ja, aber mit dem Planeten Achernar steht, Fixstern, auf 15 Grad 38 in den Fischen, der für Naturkatastrophen, Feuer und so weiter steht. Ja. Wenn ich sehe, dass Jupiter als Herrscher des 8. Hauses steht und dass diese 4 Planeten eingeschlossen sind und wir nur Zugriff über die Spitze 11. Haus haben und das 11. Haus wird regiert von Uranus, der ebenfalls eingeschlossen im 12. Haus ist, dann will ich gar nicht sagen, was ich hier sehe. Okay? Deswegen schauen wir uns einmal hier Mars, Venus, Pluto an. Ich glaube, das ist auch schon mal heftig genug. Mars-Pluto-Konjunktion steht zunächst einmal, dass die Pluto-Energie die Mars-Energie regelrecht erdrückt. Was ist die Mars-Energie? Die Mars-Energie bedeutet in einem Radix-Individualhoroskop sozusagen die Art und Weise, wie sich das Sonnenzeichen handelnd ausdrücken will. Also wie möchte ich jetzt sozusagen agieren? Vom Sonnenzeichen, immer vom Sonnenzeichen aus betrachtet. Ja? Das Sonnenzeichen steht ja für die Bevölkerung. Also das heißt, Mars ist quasi der Diener der Sonne. Gleichzeitig steht Pluto für das kollektive Unterbewusste, also für die Masse der Menschen. Und wenn Mars und Pluto zusammenkommen, dann haben wir es mit einem unglaublichen Kraftpotenzial zu tun. Wir haben mit einem großen Wutpotenzial, mit einem Vernichtungspotenzial, aber auch mit großen Kontrollzwängen zu tun, weil Mars-Pluto steht ja für große Machtausübung. Und natürlich steckt hier auch ein unvorstellbares Ausmaß an Kreativität, ja, gar keine Frage. Aktionskraft, Handlungskraft, Stärke, unerschütterliche Willenskraft, aber auch Mut, ja, und ohne zu zögern etwas durchzusetzen. Wenn wir das 9. Haus jetzt sehr, sehr positiv nehmen, dann würde ich sagen, bedeutet die Position im 9. Haus der absolute Wille zur Freiheit. Der Mars
steht im Steinbock in seiner Erhöhung und Pluto steht im Steinbock für große, große Ausdauer und Hartnäckigkeit im Werk der Transformation. Gleichzeitig auf 27 Grad 50 steht diese Konjunktion. Ich habe mir die Feingrade und die Superfeingrade angesehen, weil wir 27,50 haben, muss ich von 12 Grad 30 bis 25. Also wir sind hier in einem Differenzbereich von 27 Grad 30 weggerechnet, 30 Minuten, weil es auf 50 Minuten stattfindet, die 20 Minuten finden auf Stierfeingraden statt, also 12, 30 bis 25. Und hier rechne ich mir dann aus für die Superfeingrade die Differenz innerhalb dieser 12,5 Grad. Und zwar ist das von 7 Grad 29 bis 8 Grad 33. Und das steht für das achte Haus, ja, für Skorpion, aber auch für Niedergang, Tod, Zerstörung, Transformation. Das heißt, die Feingrade stehen für das zweite Haus, die Superfeingrade für das achte Haus. Also hier wird auch die Zerstörung von Besitz steckt hier versteckt drinnen. Aber das haben wir schon länger, dieses Thema, wegen Uranus im Stier, wenn auch hier eingeschlossen. Also ich sehe diesen Aspekt als, naja, das, was er ist, sehr, sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig, weil Venus in Konjunktion mit dieser Mars-Pluto-Konjunktion steht natürlich jetzt für, positiv ausgedrückt, sehr, sehr starke Leidenschaft, sehr starke Leidenschaft, aber negativ ausgedrückt würde es bedeuten, seinen Willen zwanghaft gegen jeden Widerstand durchsetzen, das heißt dann auch Missbrauch. Also ein durchaus sehr schwerer Aspekt, der uns in den nächsten 2 Jahren begleiten wird. Es kann bedeuten, neuntes Haus, zwanghaftes Streben nach Freiheit. Es kann aber auch stehen, zwanghaftes Streben nach Gerechtigkeit. Neuntes Haus steht auch für Gerechtigkeit, Gerichte. Es kann aber auch stehen für das ferne Ausland, dass wir hier in der Ferne jenseits des Atlantiks große, dramatische, furchtbare Veränderungen sehen werden. Und ich glaube, das ist eine der Hauptaussagen dieses Planeten, dass es jenseits des Atlantiks zu dramatischen Veränderungen kommen wird. Ja, das können wir natürlich zeitlich relativ gut auch ausrechnen. Ich runde jetzt auf 2 Jahre auf. Das heißt, jedes Haus steht für 2 Monate. Das würde dann stehen für März, April, Mai, Juni, muss man rechnen können, Juli, August, September, wieder September 2022, weil gestern habe ich mich, glaube ich, versprochen, wegen 2023, 2022. Also wir hätten hier September, ich glaube September, Oktober, da? März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember, das heißt, hier hätten wir dann den Jahreswechsel zu 2023. Und hier wäre dann der Jahreswechsel wahrscheinlich zu 2024. Ja? Also das heißt, hier könnten im September, im Spätsommer oder Frühherbst, je nachdem, wie man möchte, in dieser Zeit, könnte es zu dramatischen Ereignissen kommen. Ich möchte jetzt nicht das Irlmeier-Szenario zitieren, aber es schaut nach sehr interessanten Ereignissen aus. Also ein durchwegs schwieriger Aspekt. Wir haben auch derzeit Vesta auf 25 Grad im Steinbock, also in relativer Nähe, so 3 Grad, bilden natürlich eine Konjunktion. Und hier geht es um Reinheit, Erhöhung, die Reintegration von Sexualität und Spiritualität. Also das heißt, wir haben hier offensichtlich auch eine Schwingungserhöhung, wenn ich das mal so banal formulieren darf. Und es weist auch sehr, sehr viel auf neptunische Energien, die ich aber durchaus positiv deuten möchte, im Sinne von einer
Anhebung der Spiritualität, also weg vom Konsumismus hin zum Spiritismus, Spiritualismus vielleicht, weil Spiritismus ist, glaube ich, zu sehr verbunden gedanklich mit den spiritistischen Sitzungen der 20er Jahre vor 100 Jahren, als man sozusagen in zahlreichen Seancen, in Hinterzimmern, in Salons oder in der, wie war das, nicht Belle Epoque, und es war auch in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, wo es einfach en vogue war, schick war, Tischlerücken zu machen, Seancen zu machen, Geister zu beschwören und so weiter und so weiter und so weiter. Also das heißt, wir kommen heraus aus dem, so sehe ich das einmal, ja, wir kommen sehr stark heraus aus dem Materialismus, und ich glaube, die 10 bedeutet hier tatsächlich, dass es sich hier um einen großen Neubeginn handelt, und naja, schauen wir mal, ja, schauen wir uns das im dritten Teil dann genauer an, weil das hier, ich sage es ganz offen, das gefällt mir gar nicht. Weiter zum nächsten Teil. Ende.